Auch wenn es das gute alte Brettspiel weitergibt, Computerspiele geben für Kinder und Jugendliche den Takt an. Im Internet wimmelt es dabei von Spielen, die sich online zusammen mit anderen spielen lassen. Und sie sind kostenlos, kostenlos, kostenlos. Eines dieser Gratis-Online-Spiele heißt Metin 2. Abenteuer in einer fernöstlich angehauchten Fantasy-Welt. Der Spieler trifft sich mit hunderten anderen online. Es geht viel ums Kämpfen gegen andere Spieler oder gegen wilde Tiere. Christa Reining-Okeago hat sich das Spiel ansehen, bevor sie ihrem Sohn erlaubte, es zu spielen. Sie sah auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich bin mal kurz rein, aber ich habe mir natürlich nicht zig Seiten ausgedruckt oder angeguckt. Für mich war der Haupttenor, es ist kostenlos, es ist vom Alter passend und damit für mich unkritisch. Ab 12 Jahre ist das Spiel freigegeben. Ein Jahr lang spielte ihr Sohn regelmäßig mit, bis September 2010 auf der Telefonrechnung hohe Beträge über 0900er Rufnummern auftauchten. Und das war dann erstmal ein ganz, ganz großer Schock, weil wir sind dann insgesamt auf eine Summe von knapp über 1600 Euro gekommen. Denn im Metin 2 Shop können auch Kinder ganz einfach per 0900er Rufnummer Ausrüstungsgegenstände für ihre Figur kaufen, in großem Umfang. Für den Chefredakteur der Zeitschrift GameStar, Michael Trier, ist die Kalkulation des Spieleanbieters damit aufgegangen. Das Geschäftsmodell läuft darüber, dass man eine gewisse Zeit gratis spielt, also ohne Gebühren, und dann der Betreiber des Spiels darauf spekuliert, dass einem das dann zu langsam geht, und dann kauft man sich Spielbeschleunigungen, indem man schneller mit seinem Charakter aufleveln kann oder man sich schneller bewegen kann in der Welt, zum Beispiel durch ein Reittier oder sowas. Ein Zusatzshop gehört daher bei fast allen kostenlosen Spielen dazu, und bei Metin 2 ist die Auswahl riesig. Ja, es ginge darum, er wollte einfach auf dem Tipp von einem Schulkameraden mal ausprobieren, wie es mit besseren Waffen wäre, hier dieses Spiel zu spielen. Und das war für mich erstmal komplett eine Überraschung, weil für mich das Spiel kostenlos lief. Marco Siegmund und Gregor von Dugowitsch gehören zur Jugendredaktion des Angebots des Spieleratgeber nrw.de. Hier testen und bewerten Jugendliche Spiele. Eigentlich ist das Bezahlen für Vorteile im Spiel bei den Jugendlichen eher verpönt. Die beiden sehen aber auch, dass es einige Spiele darauf anlegen. Dann bemerkt man jetzt auch bei anderen Spielen wie Metin 2, da braucht es einfach unglaublich lange, bis es wirklich Spaß macht. Und bei solchen Spielen kann ich das natürlich verstehen, wenn man sich dann erstmal hochkauft. Aber es gibt einfach auch ganz viele Alternativbeispiele, wo man dann sieht, dass eigentlich der Weg nach oben genauso spannend ist und genauso viel Spaß macht. Metin 2 finden Sie mit den langen Laufstrecken für die Figur eher langweilig. Und bei anderen steht das Kassieren zu sehr im Vordergrund. Ein gutes Beispiel dafür ist schon fast diese ganzen Facebook-Spiele, also sowas wie Farmville, was ja auch unglaublich populär ist. Das schaffst du im Endeffekt nicht ohne Geld, weil es dann einfach, dann kannst du eben nicht deine Farm so bebauen, wie du es willst, weil du einfach nicht sozusagen die Ressourcen dafür hast. Und da ist es eben klar drauf angelegt. Im Spiel kostet die Ausrüstung Drachenmünzen, Coins oder eine andere Spielwährung, die aber mit Euro bezahlt werden muss. Transparenz, gerade im Bezahlbereich, das fordern wir immer wieder ein, dass auf den verschiedenen Plattformen, dass wirklich auch ein Euro steht, was bezahlt werden muss und nicht irgendwelche Spielwährungen, die dann wieder erst kompliziert in Euro umgerechnet werden müssen, weil das natürlich ein Stück weit auch den wirklichen Preis verschleiert. Bei den meisten Online-Spielen braucht man nur eine E-Mail-Adresse, um sich anzumelden. Weder Name noch Alter werden abgefragt. Metin 2-Betreiber Gameforge. Für solche Spiele besteht keine Pflicht, eine Altersabfrage vorzunehmen. Hier gilt wie üblich die elterliche Aufsichtspflicht. Wirklich wissen will man das Alter des Kunden ohnehin nicht. Gameforge behauptet, eine Zahlung im Spiel setzt grundsätzlich ein Zahlungsmittel voraus, das nur Erwachsenen zur Verfügung steht. Kreditkarte, Girokonto, Telefonanschluss mit freigeschalteter 0900-Anwahl, Vertragshandy ohne Sperre für Premium-SMS. Soll heißen, Eltern müssen die Telefonrechnung bezahlen, egal wie hoch sie ist. Stolz verweist Gameforge auf Urteile, in denen Eltern zur Zahlung von Summen über 10.000 Euro verurteilt wurden. Nur selten erkennen Gerichte an, dass hier Minderjährige unzulässige Geschäfte getätigt haben.
Der Sinn dieser 0900 Bezahlsysteme erschließt sich mir in diesem Fall nicht ganz, denn diese Leute haben ja offensichtlich Internet, denn das ist die Plattform, auf der sie dieses Spiel spielen. Und da sollte dann meiner Ansicht nach auch die Zahlungsabwicklung übers Internet laufen. Denn diese Bezahlwege stehen normalerweise nur Erwachsenen zur Verfügung. Für Kinder bliebe dann kostenlos, auch wirklich kostenlos.